Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Bevor das alles passierte, hatte ich 3 Katzen aus dem Tierheim adoptiert. Ich liebe das Programm und ich liebe das Gefühl, einer Katze ein Zuhause zu geben, während man sich in sie verliebt. Meine 3. Katze, Abigail, war 15 Jahre alt, als ich sie zu mir nahm. Ich wusste also, dass ich nicht mehr viel Zeit mit ihr verbringen würde, aber ich genoss trotzdem jeden Moment mit ihr. Und als ich dann meine 4. Katze bekam, meine 6-jährige orangefarbene Katze namens Flynn, dachte ich, alles würde normal sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich hätte vorhersehen können, was als nächstes passieren sollte. Ich brachte also Flynn zu mir nach Hause und sofort war etwas seltsam. Er begann herumzulaufen, als gehöre ihm ein ganzes Haus. Normalerweise brauchen Hauskatzen 1 oder 2 Tage, um sich an einen neuen Ort zu gewöhnen, aber Flynn kümmerte sich nicht darum. Er lief einfach umher und setzte sich auf meine Couch, als wäre er schon seit Monaten dort gewesen. Ich dachte sofort, dass ich Glück mit einer selbstbewussten Katze hatte, aber dieser Gedanke sollte sich mit der Zeit zerstreuen. Denn Flynn miaute nicht, fauchte nicht und machte auch sonst keine Geräusche, sondern saß die meiste Zeit nur auf der Couch und starrte mich an. Ich beschloss, ihm die Couch ein paar Tage lang zu überlassen, da er neu war. Aber nach einer Woche wollte ich mich auch mal wieder draufsetzen. Also schob ich Flynn von der Couch und setzte mich auf seinen Platz. Er sagte immer noch nichts. Er setzte sich einfach hin und starrte mich an. Ich versuchte zu lesen, aber ich hatte dieses unangenehme Gefühl in meinem Bauch. Es war, als könnte ich nur aufstehen, um es besser zu machen. Das tat ich also, und Flynn setzte sich sofort wieder auf seinen alten Platz. Ich dachte, ich könnte ihn noch 1 oder 2 Tage dort sitzen lassen, während ich das Unbehagen, das ich hatte, los wurde. Aber das, liebe Freunde, war nur der Anfang. Ich konnte überall sitzen und es ging mir gut, aber wenn ich mich auf die Couch setzte, bekam ich wieder dieses unwohle Gefühl. Ich war deswegen bei einem Arzt und der hatte keine Ahnung, was es war, denn er hielt mich für völlig gesund. Wenn das Problem auftrat, während ich auf der Couch saß, hörte ich einfach auf. Ich ging von der Couch runter. Aber das Problem begann sich auf andere Bereiche meines Lebens auszuweiten. Ich bekam immer öfter dieses beklemmende Gefühl. Wenn ich so lange aus dem Haus war, hatte ich es, bis ich wieder nach Hause kam. Anfangs konnte ich fast den ganzen Tag weg sein. Aber nach einem Monat konnte ich nicht länger als 4 Stunden weggehen, bevor die Schmerzen zu stark wurden und es fühlte sich an, als müsste ich einfach zu Hause sein. Nicht nur das, ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich von der Arztpraxis fernhalten musste. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass mein Körper nach bestimmten Verhaltensweisen verlangte. Es ist so, wie wenn man Hunger hat und weiß, dass man etwas essen möchte. So war es auch, nur viel spezifischer. Immer öfter fühlte ich dieses Gefühl zu Hause. Und da wusste ich, dass mit Flynn etwas nicht stimmte. Ich musste den Futternapf immer voll machen, sonst hatte ich die Schmerzen. Dann musste ich den Teller neben Flynn auf die Couch stellen. Nach 3 Monaten verspürte ich ein starkes Verlangen nach dem größten ganzen Thunfisch, den ich finden könnte. Ich fuhr zu einem Fischmarkt und kaufte bedauerlicherweise für $150 erstklassigen Thunfisch. Als ich nach Hause kam, spürte ich wieder die Schmerzen, die mir sagten, ich solle Flynn den ganzen Thunfisch geben. Ich wusste, dass es falsch war und ich wollte ihm den Fisch nicht geben, denn er war viel zu teuer für ein reines Katzenleckerli. Ich sträubte mich, bis ich nicht mehr konnte. Also legte ich den Fisch neben Flynn ab und spürte die Erleichterung, als ich dem Verlangen nachgab. Ich wusste nicht, was mit mir los war, aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht anders konnte, als diese Katze zu verwöhnen und zu bedienen. Es ging so weit, dass es sich wie eine Sucht anfühlte, die mein Leben ruinierte. Ich konnte nicht mehr aus dem Haus gehen. Ich musste zu Hause bleiben und Flynn ständig füttern und bei Laune halten. Was immer er wollte, wollte auch ich. Und ich musste es ihm so schnell wie möglich besorgen. Mit diesem Gefühl konnte ich die ganze Zeit nicht arbeiten. Aber das war Flynn egal. Er war ein Tier, dem es nur um seine unmittelbare Befriedigung ging.
5 Monate vergingen und Flynn wollte weibliche Katzen im Haus haben. Ich hatte das Gefühl, etwas Schreckliches zu tun, indem ich andere Katzen in dieses Chaos hineinzog, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich ging also ins Tierheim und adoptierte 3 junge weibliche Katzen. Ich war völlig verzweifelt, denn ich musste so schnell wie möglich nach Hause zu Flynn. Ich fuhr über rote Ampeln, ohne mich um die Folgen zu kümmern. Dann passierte es. Mein Auto wurde von einem anderen Auto gerammt, als ich versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Ampel zu fahren. Ich wachte im Krankenhaus auf und fühlte mich so gut wie schon lange nicht mehr. Ich fragte, was die Ärzte getan hätten, und sie sagten, sie hätten mir ein starkes Antibiotika gegeben, um mein Fieber zu senken. Es war wie ein Wunder, ich hatte keine Lust mehr nach Hause zu fahren, ich musste nichts für Flynn tun, ich war einfach frei. Ohne zu zögern rief ich meinen Freund Andy an und bat ihn, zu mir nach Hause zu fahren und Flynn ins Tierheim zu bringen, bevor ich nach Hause kam. Ich hatte es so eilig, dass ich die Tür nicht abschloss, vielleicht weil ich mir unbewusst wünschte, Flynn würde etwas zustoßen, während ich weg war. Dann seufzte ich erleichtert auf. Der Albtraum war endlich vorbei. Den 3 Katzen, die ich aus dem Tierheim geholt hatte, ging es gut. Ich beschloss, 2 zurückzubringen und eine zu behalten. Ich nannte sie diesmal Ellie. Als wir zurückkamen, war Flynn völlig verschwunden. Ich konnte kommen und gehen, wie es mir gefiel. Ich konnte wieder meiner Arbeit nachgehen. Ich fing an, das ganze Haus zu entrümpeln, um einen Neuanfang zu machen. Und ich konnte nach so langer Zeit endlich wieder auf meiner Couch sitzen. Das Problem war, es blieb nicht alles in Ordnung. Ein paar Wochen später rief ich im Tierheim an und erfuhr, dass Flynn niemals dorthin zurückgebracht wurde. Außerdem habe ich seit einiger Zeit nichts mehr von Andy gehört. Ich habe zu viel Angst davor, was in mir ausgelöst werden könnte, wenn ich selbst nach ihm sehe. Ich habe Angst, dass auch er ein Opfer von Flynn wurde, aber ich traue mich nicht nachzusehen, damit ich nie wieder in diesen Bann gerate. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content und Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.